Unser heutiges Thema ist die Herzratenvariabilität. Da geht es darum, wie viel Spielraum haben wir denn zwischen total Action und ich mache richtig Programm und ich fahre mich runter. Das sind bei uns im Körper der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Parasympathikus fährt uns runter und lässt die eigentliche Regeneration unserer Zellen zu. Wenn wir nur mit dem Sympathikus immer oben kurbeln, und da ist es egal übrigens, ob es sich um den physischen oder den psychischen Modus handelt, dann fehlt der Parasympathikus und wir haben so gut wie keine Regeneration. Es gibt aktuelle Studien, wo man schon feststellen kann, dass sogar bei schwereren Krankheiten der Krankheitsverlauf ein besserer ist, wenn man die Menschen in eine gute Abwechslung zwischen Parasympathikus und Sympathikus bringt. Nun ist das alles immer so Theorie, ne? Das mit dem Hochfahren, das haben manche beim Sport. Das mit dem Hochfahren, und zwar zu hoch und zu lange oben bleiben, dass keine Regeneration stattfinden kann, haben extrem viele Menschen, die sich während der Arbeit richtig gestresst fühlen und dann nach Hause kommen und zu Hause eventuell auch noch weiter negativen Stress haben. Ihr kriegt den Parasympathikus ganz hervorragend durch entspanntes Spazierengehen, aber ohne Knopf im Ohr, ohne Handy vor der Nase, sondern mal der Natur näher, sich der Atmung etwas hingebend, gut aktiviert. Aber ihr könnt auch, ich habe dazu extra noch mal zwei Fortbildungen gemacht, ich habe Hypnose gelernt und Reiki. Bin ansonsten eine absolute Sportnudel und liebt es hier zu Mucke mit Hanteln im Studio rumzuspringen. Aber mir war das schon vor vielen, 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 vielen Jahren bewusst, dass es unbedingt nach Yin und Yang eine Ausgewogenheit geben muss. Und Reiki und Hypnose kann man jeweils mit anderen Menschen machen, was ich zum Teil auch tue, aber auch mit sich selber. Beides gibt es in Selbstversionen, die ich häufiger anwende. Und euch möchte ich gerne motivieren, wenn ihr merkt, ihr steht irgendwie unter Stress, gönnt euch Meditationen. Wir haben das Internet voll mit wunderschönen Meditationsvarianten. Oder macht dieses Waldbaden, was im Moment in vieler Munde ist. Aber tut es. Dieses Abwarten, bis vielleicht der Urlaub irgendwann kommt, das reicht nicht aus. Der Trick ist immer, sich so sein Daily Business, das eigene Business, mein Gesundheitsbusiness, mein Gesundheitsmanagement so aufzubauen, dass ich täglich mal richtig hochfahre, dass der Puls hochgeht, dass die Muskeln wirklich ackern müssen, neben der Aktivität des Gehirns und dann aber auch richtig runterfahren. Badewanne, Sauna, einfach mal nichts tun, an die Decke starren, ist auch nicht verkehrt. So, und in dieses Yin-Yang-System wünsche ich euch, dass ihr da gut reinkommt.